Recht herzlich willkommen zur 160. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier in einem Sektor und haben ja eigentlich hier irgendwo das Dingens gefunden oder suchen es noch, das Geheimversteck. Aber ich sehe gerade, wir haben hier hinten irgendwo, wo war denn das jetzt? Da oben ist noch ein weiteres Sprungtor. Haben wir das schon gesehen hier? Weiß ich gar nicht. Glaube nicht, ne? Das müssen wir mal angucken, wo der Reise geht. Die Reise nach da oben, aber kann das sein? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Das können wir ja mal einmal testen, wenn wir da nachher unterwegs sind, ne? Ja, was ich euch nicht vorenthalten wollte, das war die Geschichte, dass wir hier jetzt in der 1.0 befinden. Das Spiel ist released. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Das war vielleicht das Spiel hoffentlich auch noch hinkriegen, dass das läuft. Ist das das Geheimversteck? Ja, da ist es. Dass wir nicht das Problem haben, dass das nachher irgendwie der Beta-Branch oder wie das auch immer heißt, eingestellt wird, dass wir nicht mehr unser Spiel zu Ende bringen können hier, ne? Naja, wir werden sehen, was da so ist. Erstmal gucken wir jetzt hier, denke ich, was denn da so Schönes drin ist. Ja, das ist jetzt doof. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir da in die Nähe kommen. Ah, jetzt geht's. Interagieren, öffnen. Hightech-Handelssystem. Krass. Das ist doch schön, oder? Mehr war wohl nicht drin, oder? Unser Schiff ist beschädigt. Super, oder? Kleine Macke im Lack und schon beschädigt. War es doch mit Bestätigung, ne? Ja. So, fliegen wir mal gerade hier durch. Ich hoffe, unser Kollege navigiert hier besser lang und macht da nicht so einen Fehler. Reparieren. Wie viel hat es denn gekostet? Ein Naonit. Oder Naonit? Weiß ich jetzt nicht. Gut, auf jeden Fall haben wir das gerade gemacht. Und wir wollten gucken, wo uns dieses Sprungraumtor dahin bringt, ne? Ja, schauen wir das doch mal, oder? Hat der Folgen an? Ich hoffe es mal, ne? Kommt der näher? Ja, der kommt näher, der kommt uns hinterher. Ich hoffe, er springt auch durch dieses Tor mit. Wir werden sehen, wenn wir da sind. Ja, das macht uns einen großen Sprung. Wir wissen zwar nicht hin, aber irgendwo hin wird es wohl gehen. Also die Karte ist jetzt, geht so mitten durch, ne? Warte mal, das mal hier. Ist das hier zwei? Das sieht aus wie zwei, aber es sind nicht zwei, ne, oder? Nein, ist nur eins. Das ist da, oder? Ich sehe jetzt nicht. Ich dachte, man könnte hier die Karte drehen, aber dem ist wohl nicht so. Was ist denn das hier für eine Riesenstation? Handelsstation. Handelsposten. Station Awab, die Allianz von Aikuya. Na ja, okay. Konnte man die Karte hier nicht drehen? Nee, kann man wohl nicht. Pfeiltasten geht es nur hin und her, aber drehen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsstation jetzt hier. Die ist aber neu reingepatcht, oder? Naja, okay. Dann gehen wir mal raus und fliegen dahin und hoffen, dass wir an einen schicken Ort kommen, wo wir hinwollen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können das mal einmal gucken hier. Gucken muss man immer, ne? Auch so ein tolles Tor hier. Ist ja cool. Schauen wir mal. Weg sind wir. Und dann sind wir da durch. Und wo kommen wir raus?
Ah, weiter zum Zentrum, okay. Hier ist es, ich verstehe es nicht so, als ob das hier. Naja, müssen wir gucken. Aber ich glaube, wir fliegen da erstmal wieder zurück. Ah, der ist tatsächlich mit durchgeflogen. Das ist schon mal schön zu wissen. Okay, dann geht's wieder zurück, weil das ist ja jetzt nicht das, was wir wollen. Springen wir wieder da durch. So. Erstmal ein Stück weg. Also was mich jetzt irritiert ist, wo ist das Tor jetzt? Ich bin zwar ein Stück weggeflogen, ja, aber. Ah, da ist es. Mir fehlt das zweite. Weil wenn ich auf der Karte gehe, geht ja auch ein Strich nach hier unten ziemlich weit. Ne? Hier, dieses ist ja auch ein Tor, aber das ist doch nicht einfach nur noch ein Tor, oder? Es ist doch ein Tor, was hier so ist. Nord, Nordost. West, Nordwest, das ist auch nicht. Da ist noch eins. Südtor. Das wäre nicht das Südtor. Weil das wäre ein Süd-West-Süd-Tor oder ein Süd-Süd-West-Tor. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber macht ja nichts. Wir fliegen da jetzt mal durch und gucken, wo es geht. Dann wissen wir mehr, ne, oder? Die Station hier ist natürlich riesig, ne? Schauen wir mal, wo die Reise hingeht hier. Das ist natürlich ein Konzerntor, was ziemlich groß ist. Konzerntor. Ein Tor, was ziemlich interessant ist, weil es in eine andere Fraktion geht. Gut. Mal gucken, wie weit wir da gesprungen sind. Ja, tatsächlich ist der Sprung dann doch so weit. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. Also passt diese Linie doch und das Südtor ist dann auch wieder alles okay. Naja, dann wollen wir hoffen, dass das alles so hinkommt. Die Allianz von Aiguaya oder so ähnlich ist dann hier noch zu Hause. Aber hier fängt der andere Bereich an, ne? So, gucken wir erstmal, was hier gibt. Reparaturdock, Ressourcen, Handelsposten, Handelsposten. Und ein paar Tore. West, Südost, Nord. Ja, dann ist wohl das Südosttor unser Tor, oder? Ja, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist das da. Fliegen wir da mal gerade erstmal weiter. In die passende Richtung, ne? 15.084 Credits Torgebühr bezahlt. War das nicht mal billiger? Haben sie das verändert? Könnte natürlich sein, dass das Wirtschaftssystem umgeändert wurde, ne? Müssen wir gucken. Okay, hier gibt es wieder irgendwo was Schickes. Da. Vielleicht ist ja ein Asteroid. Könnte sogar so sein, ne? Ist der ausgewählt? Nee. Da ist er aber. Dann würde ich den mal checken, um dann Beziehungen zu verbessern. Okay. Und das andere Schiff ist billiger gewesen, ne? Weil wir so groß sind, kann das sein. Das ist bestimmt größenabhängig.
So näher ran mal gerade. F einnehmen, haben wir es. Und nochmal F. Ah, das ist mit denen da, ne? Aber da haben wir jetzt 9569 gekriegt. Das Geld ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war jetzt sozusagen die Geschichte mit der Fraktion hier. Und die sind immer noch nicht so toll mit uns. Also das bringt uns noch nicht so richtig weiter. Also bringt uns, hat uns ein ganzes Stück weitergebracht, klar, aber gucken wir auf der Karte. Es gibt ein Südtor. Und dieses Südtor ist vielleicht das da oben. Ja. Also geht die Reise gerade dahin. Und was ist hier im Sektor drin? Militärstation nur. Also da mal weiterhin. Gucken wir uns da an, was da los ist. Drin sind wir. Neuer Sektor. Das ist ein Ressourcendepot. Die Reise geht weiter nach Süden, noch wenn. Ja, wir müssen dahin, ne? Was ist mit denen hier? Die sind noch neutral und hier sind wir, mit denen sind wir gut. Das heißt, es nützt nichts. Wir sollten dann gucken, dass wir da weiterhin kommen. Das ist eine Waffenfabrik. Okay, was gibt es sonst noch hier so? Antriebsaggregatfabrik. Ja, und das bringt uns jetzt hier alle nicht so wirklich viel, ne? Kann man hier auf der Karte auch diese blauen Linien sehen, dass die da dran kommen. Okay. Süd-Südost, ne? Das ist unser Tor, ja. Fliegen wir da mal hin. Ich weiß gar nicht, ist unser Schiff schon durch? Nee, da müssen wir noch warten. Ah, jetzt ist es gerade gekommen. So, auf geht's, die Reise durchs nächste Tor. Ist die Frage, wie wir über diesen Riss kommen, der da auf der Karte ist. Das Bild hatten wir schon. Ja, da kommen wir ja rüber. Dann müssen wir also dahin. Süd-Südost-Tor. Bastion hat das Torgebühr hier mit 2000 bezahlt. Okay. Müssen wir erst abwarten, bis der andere durch ist, oder? Da ist er da. Das bedeutet, wir können jetzt da durch. Weil er weiß ja, wo wir sind. Dann folgt er uns ja. Wo sind die Alienschiffe aufgetaucht? Aber im Endeffekt sind die nicht rot. Und wenn die nicht rot sind, dann tun die uns ja nichts, ne? Wahrscheinlich sind das diese hier. Ja. Haben wir nichts mit am Hut. Der kommt uns nach und alles ist gut, ne? Ab durchs Tor in den nächsten Sektor. So, man konnte ja auch ein bisschen schneller reinfliegen, ne? So, die sieht ja aus, diese Werft. Ist, denke ich mal, eine Werft, oder? Gucken wir mal.
So. Da wird ordentlich produziert da vorne. So, wir müssen wieder nach Süden weiter. Ist das das denn das Tor? Südosttor, auch wieder passend. Was haben wir hier? Atomressourcen, Handelsposten. Ja, definitiv die Richtung. Gucken, dass wir da durch die Asteroiden durchkommen. Oh, hier gibt es auch noch was da oben. Gut, dass das gerade blinkt. Da ist dann das, was wir wollen. Okay, dann machen wir den Dingens und verkaufen die und hoffen, dass dann auch mit einer anderen Fraktion gleich das passend ist. Dass wir aus dem Neutral ins Gut kommen oder so. Wäre schon mal wichtig, dass wir mit mehreren Fraktionen eine gute Beziehung haben, ne? Okay, das hörte sich gerade krass an beim Vorbeifliegen. Der andere schon durchs Tor? Ich glaube noch nicht, ne? So, da sind wir. F einnehmen. F und verkaufen. Zack. Dann haben wir die Beziehung wieder verbessert. Und sind jetzt, ja, immer noch beim Neutral, ne? Ja, das dauert dann damit doch sehr lange mit. So, und dann, das ist aber nicht das Süd-Südost-Tor, ne, habe ich mir schon gedacht. Da ist es. Unser Kollege ist schon raus, fliegt wahrscheinlich jetzt nach uns, das ist aber die falsche Richtung. Flieh doch da schon mal durch das Tor, mein Guter. Naja, jetzt musst du umdrehen. Einmal nach Süd-Südost. Können natürlich auch jumpen, ne, mit dem Hypersprung, da haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, ne. Naja, lassen wir jetzt so. Gut. Oh, das ging flott. Also wir kommen da ja sofort hin, ne? Ich weiß nicht, ob der andere da auch hinkommt, ob der es schafft. Können das ja mal checken. Wahrscheinlich kann der andere das nicht, oder? Das ist das Osttor, da müssen wir hin, ne? Denke ich mal. Es ist die Frage, wann der andere kommt. Ob der kommt. Ist auch noch eine Frage. So, wir halten mal vorher an, vorher durchfliegen und gucken, wo der Kollege bleibt. Okay, der hat uns jetzt nicht entdeckt, das heißt, wir müssen den anders dann bewegen. Dann muss der so hinter uns herkommen. Kriegen wir ja auch hin. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. So. Da hinten ist er schon.
Dann können wir durch das Tor durch, ne? So, einmal da und da durch. Und dann sind wir da durch. Ja. Jetzt haben wir den großen Sprung gemacht, oder? Und jetzt sind wir im Gebiet. Okay, neutrale Zone. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen, oder? Ja, hier müssten wir jetzt erstmal handeln können, ne? Reparaturdock, Ressourcendepot, Handelsposten, Handelsposten, Nordost oder Südost? Karte. Handelsposten. Ressourcendepot. 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 Handelsposten. Ich hätte gerne mal irgendwo so einen Ausrüstungsdock gesehen. Omega-Fabrik. Ja, irgendwie ist das gerade doof. Hier gibt es sowas gar nicht, oder wie sehe ich das? Wie sind die Beziehungen zu denen? Ausgezeichnet. Okay, dann fliegen wir die Richtung. Schmuckhersteller, Glashersteller. Und wie ist die Beziehung hier unten? Noch neutral. Wer ist das? Ascension of Hell Alpha. Die Gdorva. Ja, haben wir das nicht, was wir wollten. Ich gucke nochmal nach. Handelsposten, Ressourcendock. Nee. Holy Might Better. Zwei Tore. Da gibt es auch nichts. Da auch nichts. Nicht, dass ich das übersehe irgendwo. Handelsposten, Edelmetall, Silizium, Kupfer, Edelmetall. Ne, da ist auch alles nix. Hier ist auch nix. Und das ist eine andere Fraktion hier, ne? Die sind neutral und die sind auch neutral. Das bringt uns also nichts. Als Wassersammler, Ressourcenlevelzahn, Omega-Fabrik. Ja, schade. Diese Verbindung ist klar. Das bedeutet, wir fliegen erstmal hier hin. Müssen wir mal schauen. Nordost ist ja dann gut, ne? Nehmen wir das. So, da sind wir schon drinne. Neutrale Zone, ja. Reparaturdock. Nordwest, nee, da wollen wir gar nicht hin, ne? Wir wollen ja nach Süden. Da sind wir gerade weggekommen. Das haben wir ausgewählt. Wo ist denn das andere Tor dann? Südwesttor. Nochmal die F9 Strategiekarte. Ost-Süd-Ost-Tor. Da, okay. Dann fliegen wir da mal hin. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erst hier auch wieder eine Pause und schauen, dass wir das in der nächsten Folge weiter verfolgen. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir dann da in den Bereich kommen, wo wir so ein Ausrüstungsdock mal haben, dass wir uns mal weiter besser
ausrüsten können. Der Dingens ist noch nicht da, unser Begleitschiff. Das muss ja auch noch irgendwie kommen. Da müssen wir noch drauf warten, sonst funktioniert der mit dem Durchspringen sowieso nicht. Warte mal, wir haben keinen Befehl diesem Schiff gegeben, dass es uns folgen soll. Das ist, glaube ich, das, weil der die Dingens verloren hat, ne? Der ist hier noch. Ach, jetzt kann der nicht. Das ist schade, das heißt, wir werden jetzt, ja. Ach so, nee, da müssen wir auf der Karte, wir müssen hier rein. Koordinaten, Navigationscomputer eingeben. Na, das bringt uns ja auch nicht so viel, ne? Warte mal, wir können mal hier so einen Blips in grün mitnehmen. Wenn wir schon springen müssen, ne? Dann springen wir dahin, wo es was bringt. Ne, da ist das Tor, da müssen wir hin. Springen wir da mal gerade in den Sektor und gucken uns da um. Schauen wir da gerade mal rein noch, was es da noch so gibt. Ja, hier gibt es auch wieder was Besonderes, aber das, denke ich mal, machen wir dann doch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls euch noch kein Abo entgegengeflogen ist, dann macht eins und nehmt eins mit. Und ja, dann haben wir noch die Glocke, die ihr anmachen könnt. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Kommentare schreiben möchtet und mir was mitteilen möchtet. Fände ich cool. Und teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegt ihr auch mit, was nicht. Da kriegt ihr nichts mit. Dann kriegt die anderen mit, was wir hier machen. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.